Rosenheim in Oberbayern. 1967 kommt es in der Anwaltskanzlei Adam zu unerklärlichen Vorfällen. Bilder drehen sich an der Wand, Kopierer laufen aus, Glühbirnen platzen. Als Ursache vermutet man Stromschwankungen. Die Stadtwerke überprüfen die Strominstallationen, von der Kanzlei bis zum Kraftwerk. Spannungsschreiber werden installiert. Die Apparate registrieren tatsächlich große Schwankungen. Unerklärlich, denn das Stromnetz ist in Ordnung. Den Angestellten der Kanzlei fällt auf, dass der Spuk jedes Mal dann auftritt, wenn die junge Büroangestellte Annemarie Schaberl anwesend ist. Sie scheint die Fokusperson zu sein, diejenige, die den Spuk auslöst. Dann ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn ich durchgegangen bin, hat einer gesagt, jetzt schon wieder. Und wenn ich mich dann umgedreht habe, dann ist die Lampe geschwungen. Erst gerät Annemarie Schaberl unter Verdacht, die Installationen im Haus zu manipulieren, ohne dass es jemand bemerkt. Doch dann... Im Stand vor dem kleinen Tischchen hier werden Fräulein Annemarie mit Abzugsarbeiten beschäftigt war. Ich habe mich mit ihr über belanglose Dinge unterhalten und hörte von links Schritte kommen. In demselben Augenblick drehte sich das Blumenbild von mir sehr rasch im Linksdrehsinn um ca. 320 Grad, sodass sich der Aufhängedraht um den Haken verwickelte. Parapsychologen werden eingeschaltet. Wir haben nun im Fall Rosenheim einen Videorekorder, einen Ampex-Rekorder eingesetzt und haben das Glück gehabt, dass wir ein Phänomen erwischt haben, nämlich ein sich drehendes Bild. Für die einen ist die Aufnahme der ultimative Beweis für Geister. Für andere ein Bildfehler. Die Phänomene halten Wochen an. Die Ursache wird nicht gefunden. Bis heute ist der Spuk in der Anwaltskanzlei ungeklärt. Erst als Annemarie Schaberl beurlaubt wird, hört der Spuk auf. Seitdem beteuert sie ihre Unschuld. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Mit einem normalen Hirn, ausgeprägten Hirn, der normal denken kann. Also ich habe keine Kräfte. Glauben Sie es. Es muss irgendwas anderes gewesen sein.